Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei WoW Let's Play. Let's Play WoW, genau. Ich habe Jahrhunderte nicht aufgenommen. Es ist der 15.01., also nach Neujahr, nach allem. Habe viel zu erzählen. Habe letzte Zeit nur Warcraft aufgenommen und will jetzt das Schattenhochland auch mal zu Ende bekommen und danach eine Pause machen. Also wirklich, wir müssen das gute Schiff hier kapern. Oh mein Gott! Sie entsteigen, oh mein Gott. Gut. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Oder? Eigentlich, wir müssen doch hier den... Halt die Fresse. Wir müssen die, Hochzeit, oh mein Gott, kein Grabstein bewegt sich. Wir müssen die Hochzeit organisieren und wir müssen braunen Stoff oder blauen Stoff, dunkler Stoff, von den Zeppelinen klauen und jetzt haben wir Wachen angegriffen. Wache des Drachenball-Clans. Ha. Nicht geil. Ist das falsch oder? Das müsste heute das Richtige sein, oder? Dann bin ich auf dem falschen Zeppelin. Ich muss es ja einholen vor allen Dingen. Das ist das Problem. Fängt schon mal gut an wieder. Im neuen Jahr die erste Aufnahme. Sehr geil. Sehr geil. Die Kratzwerke. Alter, die Zeppeline sind aber schnell. Ich bin auch ein bisschen auf den Sack. Jetzt komm schon. Das hat gerade wieder an Fahrt zugenommen, ey. Ah. Da liege ich. Alter. Aber dass mich instant Wachen angreifen, ist schon hart, oder? Nice. Jetzt schnell rauf aus Mount und fliehen. What? Die Wildhammer-Zwerge sind mir gegenüber feindlich eingestellt? Was soll denn der Kack? Das ist merkwürdig. Schlechtes Gameplay. Holt euch einen Kaffee, übrigens, Leute. Einfach nur schlechtes Gameplay. Wildhammer-Zwerge feindlich der Allianz gegenüber. Bergedonnerschlag. Was gibt's denn hier auf Bergdonnerschlag so? Ein Wildhammerfriedhof? Eine Gedenkstätte für Greifenreiter wahrscheinlich? Nun ja, geben wir mal die Quests ab. So. Hallo? Etwas Geballtes. Habt ihr Fennys Federn? Ah, ihr arbeitet schnell. Eine geballte Ladung Federn für eine geballte Ladung Frau. Gut gemacht. Etwas Gebrautes. Ah, Wassel, der Bade schwärmt immer von Donnerbräus Lagerbier. Es hat sicher nicht den Kick eines guten Wildhammerbräus, aber er hört gar nicht auf, von seinem Körper und den Geschmacksnuancen zu reden. Schätze, wir werden etwas herausfinden, was? Etwas Gestohlenes. Wie lief der Raubzug in den Lüften? Tödlich. Oh, genau. Kills für die Herrenroben, für die Brautjungfern. Sagt den Damen bloß nicht, dass sie Kleider tragen, die für ein Luftschiff gefertigt wurden. Etwas Geschmortes. Etwas gibt es Neues von der Nahrungsfront, Mariko? Da schau mal eine an. Ihr biegt euch ja richtig unter dem Gewicht des ganzen Fleisches. Wenn du weißt, was ich meine. So. Da... Und dann schicke ich meine Leute lieber mal an die Töpfe. Man sieht sie. Wir sind bereit, Mariko. Die wilde Wildhammer-Hochzeit. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass der Schattenhammer versuchen würde, die Zeremonie zu vereiteln. Damit soll der Wildhammer-Clan demoralisiert und zerstört werden. Das kann gefährlich werden. Deshalb werde ich die Zeremonien selbst vollziehen und Braut und Bräutigam in nächster Nähe behalten. Klingt das gut? Bestens. Ihr seid der Schattenhammer-Typ, oder? Ihr kommt mir irgendwie nicht... Kann das sein?
Ich habe die Quest Jahrhunderte nicht gemacht. Ich kann mir gerade vorstellen, dass er hier der Wildhammer-Zwergen-Chef ist, weil der der Einzige ist, der so einen Hammer trägt mit so irgendwie Elementarsachen dran und sowas. Und alle anderen, auch er hier ist ein, natürlich ein Schamane, aber hat einen normalen Hammer. Da Fannys Vater nicht mehr lebt und ihr Bruder Trauzeuge des Bräutigams ist, bittet sie darum, dass ihr sie an den Altar begleitet. Welch eine Ehre, gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich bin soweit, wenn ihr es seid. Ich sorge dafür, dass Braut und Bräutigam in der Nähe bleiben, für den Fall, dass der Schatten mal irgendwas plant. Seid ihr bereit? Ich werde meine Augen offen halten, Grundy. Lasst die Hochzeit beginnen. Die Mariko hat das beste Brautjungfernkleid an. Jetzt mal ernsthaft. Ich werde euer Lebensblut vernichten im Namen des Meisters. Ein Enragi! Rettet die Hochzeit! Wahr, er ist einer von denen! Haltet das Ding am, schnappt es, tötet es! Wir werden es töten, wir werden es vernichten, es wird nichts mehr übrig bleiben. Ungebetener Gast! Oh mein Gott, er zaubert den ungebetenen Gast herbei! Was? Ich glaube, er ist schon der ungebetene Gast. Ui! Wurstelbauer beginnt eine Hymne zu spielen, bleibt in seiner Nähe, um die stärkenden Effekte zu halten. Die Hochzeitsbelegschaft bekommt kalte Füße. Ach, ist das schön. Die entfesselte Bestie beginnt damit, die Aura der Dunkelheit auszustrahlen. Oh mein. Für den Wildhammer-Clan. Für den Wildhammer-Clan. Noch einmal Wichtelexplosion raufcasten. Und fertig ist die Laube. Beste Hochzeit ever. War schön. Eowyn Dunwoodie ist komplett besoffen. Russell Brower tanzt mit Kerlin Langhals. So laufen wir Wildhammer in den Hafen der Ehe. Ja, ein Wohl Hicks, der war wunderschön. Der Sternhammer macht mir keine Angst. Immer her mit denen. Kiwi Dunwoodie. Jain Feuerbart, Flynn Dunwoodie, Donnelly Dunwoodie rennt umher, Bestochter aller Zeiten. Was geht euch durch den Kopf? Du bist schön in Ordnung, Feuerwerk. Ich finde dich jedenfalls schwer in Ordnung. Was kann ich für euch tun? Redet mit mir. Ich bin ganz Ohr. So Leute, sind wir wieder bei Folge 213.
Mariko, wir haben es geschafft, wie alle Wildhämmer zusammen gegen dieses Ding gekämpft haben. Das hat sie so richtig zusammengeschweißt. Die Familienoberhäupter sind so einig wie nie zuvor. Zum Wohl, Mariko, lasst uns feiern. Mit unserer Arbeit stehen wir natürlich noch ganz am Anfang. Ich lasse unsere neuen Wildhammerverstärkungen zum Rest der Allianz hinzustoßen, um den Sturm der Bastion des Zwielichts vorzubereiten. Wir treffen uns bestimmt bald wieder. Gut, wie ich gesagt habe, es war der Priester. Die Priester sind immer scheiße. Ich kann es nicht glauben, Mariko. Mein eigener Sohn, mein eigen Fleisch und Blut tut sich mit diesen Unholden von Schatten aber zusammen. Habt ihr gesehen, was aus ihm wurde, als er versuchte, die Horte zu zerstören? Oh, warum? Warum? Es ist diese Bestie, Mariko. Der gigantische Schlund, der im Westen aus der Erde ragt. Der Schlund des Wahnsinns. Mein Sohn sagte, er würde mit ihm sprechen, aber ich dachte, es wären nur Albträume. Der ödene Ring versucht, ihn zu zerstören. Geht zu Erdenrufer Turunska, westlich von hier, und schaut, ob ihr helfen könnt. Hui. Das ist der Schlund des Wahnsinns. Isorath. Ein riesengroßer Mund. Tentakel, die alles abfangen, was daneben fliegt. Sollte man nicht schnell genug sein. Der Ring der Elemente. Willkommen, Schwester. Ihr habt eine schwere Zeit aufgesucht, um uns beizutreten. Aber für uns ist das Glück. Wir können eure Hilfe gebrauchen, Mann. Ihr werdet nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um uns gegen diesen Schatten mal aufzubringen. Wir mögen die eh nicht. Wir sind aber schon wegen der Schlacht hier, also brauchen wir vielleicht eure Hilfe, bevor wir unserer dieser Festung zuwenden können, Mann. Die Schattenhammer-Kultisten haben Isorath aus dem Boden im Süden geholt. Aber ihr habt sicher gemerkt, dass seine Tentakel sind überall um uns herum aus dem Boden geschossen. Wir könnten eine helfende Hand gebrauchen, um sie niederzuschlagen. Was meint ihr? Nun gut. Wir müssen die Tentakel zerstören. Oh, Initiat Goldmine mal wieder. Einmal Schamane, immer Schamane. Ich habe die Nützlichkeit von Pfeilementaren ja vollkommen unterschätzt und sie sind vielleicht zu disziplinieren. Einfach Wasser draufgießen. Das war der gute Schamane, den wir auch in Dings gefunden haben. In Vashim. Der seinen Erdelementar so einen Helm aufgesetzt hat. Hämmern. Das kleine Zeichen von Ketun. Die alten Götter sind überall. Man geht davon aus, dass dieses Ding, Isorath, das, was hier aus dem Boden kommt, etwas ist wie ein Vergessener. Aus alten Geschichten von Arthas Menethil, als er mit Anubarak durch die Hallen von Angkerhet marschierte, dem alten Königreich der Neruba, soll er gegen eins von den Dingern gekämpft haben und gesiegt haben. Alleine. Zusammen mit wenigen Untoten und mit Anubarak. Nun, hoffen wir, dass eine Armee von Schamanen reicht, es aufzuhalten. Wir wissen, wie stark Arthas war. Hoffentlich reicht unsere Armee aus, um das Ding ebenso zu zerstören. Und ich will nicht wissen, was vielleicht mit dem Land hier passiert, wenn es zerstört ist. Angkerhet ist komplett zusammengebrochen, als der Vergessene gestorben ist. Danke, Hexenmeisterin. Bisschen Platz zum Atmen hilft wirklich. Die Schattenhammer-Kultisten haben eine Siedlung des Drachenmals im Süden zerstört, Mann, und halten von dort aus Beschwörungsrituale ab. Gebt ihnen keine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und zu ihren Zaubern zurückzukehren. Bringt ihre Schlacht zu ihnen, Mann. Wir bereiten ein Ritual vor, das dabei helfen könnte, Isorath zu zerstören. Die alte, von den Göttern gezüchtete Monstrosität, die vom Schattenhammer aus den Tiefen geholt wurde. Achso. Die Zeit läuft uns jedoch davon, denn unsere mächtigsten Mitstreiter wurden bei dem Angriff dem Lager festgehalten. Erdenrufer Ieva befindet sich in den Ruinen südlich von ihr. Sie ist noch am Leben, davon bin ich überzeugt. Bitte rettet sie, wenn einer von uns eure Hilfe verdient hat, dann ist sie es. Ich bin neu hier, ganz neu, aber wisst ihr was? Ich habe wenigstens Aussichten. Ich habe ein paar Freunde, Schamane. Die haben Großes vor sich. Aber sie sind so festgefahren. Sie vertrauen prinzipiell auf Elemente. Bla bla bla. Ich Goblin-Dings will einfach nur Geld haben.
Wir müssen Kultisten töten, Ölfässer holen und die eine Dame befreien. Ach du Kacke, die mir die Drachenmal-Clan-Orks verbrannt. Und nun gehört ihnen die Festung. Geil. Die Axt im Haus ersparte den Zimmermann. Probiert meine feurigen Tränke. Ach du Kacke. Der Zwillingsamer Knochenbrecher ist fast so stark wie Kool Kasul. Der stirbt ja hier gleich. Der Schattenammer-Clan und die alten Götter. Ich frage mich wirklich, wie in The Battle for Azeroth, Azeroth, die alten Götter natürlich eine Rolle spielen. Ich habe euch ja schon mehrere Videos gezeigt oder beziehungsweise mehrere Videos gemacht, in dem es halt um die alten Götter geht und warum sie so gefährlich sind. Und auch wie sie in Battle for Azeroth vorkommen können. Schon in der Vorgeplänkel, also in dem PTR-Patch, ist ja ziemlich viele und ziemlich oft von ihnen die Rede. Also werden sie auf jeden Fall vorkommen. Hä? Okay, meine Wichtel kommen irgendwie nicht runter. Ich weiß nicht wieso. Jetzt geht's. Ha. Okay, komisch gewesen. Wahrscheinlich, weil die so ein bisschen im Zelt waren. Hat er wahrscheinlich nicht gecheckt. Sie brennen auch die Türme ab. Alles wird zerstört. Wenn der Schattenhammer überlebt, bleibt nichts mehr auf der Welt. Sie wollen die Stunde des Zwielichts einläuten. Der Untergang der Welt. Umak Tull. Hä? Ihr sterbt heute. Einer von Chogals Ogern. Den Elementen sei Dank, dass ihr gekommen seid. Haben meine Brüder euch geschickt? Natürlich hatte ich kein Bedürfnis, dort zu bleiben, aber es gab dort ein paar Materialien, die für ein Ritual brauchen. Ich war nicht schnell genug, alles einzusammeln, und das hat dann dazu geführt, dass sie mich geschnappt haben. Ich werde zum Kreis zurückkehren, aber ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr an meiner Stelle diese Aufgaben abschließen könntet. Wir brauchen die Herzen der gebundenen Feuerelementare, die die Schattenhammer-Kultisten im westlichen Teil des Lagers gefangen halten. Die Elementare können nicht gerettet werden, aber durch dieses Opfer können sie Rache ausüben. Trefft mich im Lager. Was haltet ihr von nicht geschmiedeten Drenai? Find, die sind gar nicht unbedingt anders als die normalen Drenai, oder? Ist nur meine Meinung. Das ist aber nur ihre Meinung. Schreiben sie es auf, ich kümmere mich später darum. Hui, das ging gerade irgendwie schnell, die Kamera. Voll verwirrt. Gut. Aber ich würde mal sagen, bevor es weitergeht, sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis denn.